Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CrossCode und ich hoffe auch damit die letzte von diesem Dungeon. Ich befinde mich jetzt in der Westkammer 1, denn da habe ich noch einen Schlüssel entdeckt. Und das, was wir hier machen müssen, sieht erstmal kompliziert aus, ist es aber nicht. Man muss nur verdammt schnell sein. Und ein wenig Glück haben. So wie ich das zum Beispiel hier hatte. Ich habe das nämlich gerade ausprobiert. Und irgendwie habe ich es geschafft, diesen Eisklotz da reinzuschießen, dass ich meine Dings bekommen habe. Also meine Plattform. Weil die tauchen ja nur auf, wenn wenn du die Kohle hier kühlst. Meine Güte. Also ich würde sagen, ich hatte einfach nur verdammtes Glück. Und ohne weiteres scheint das hier nicht zu funktionieren. Was man auch machen könnte, was mir jetzt gerade einfällt, ist, wir können die ja auch darüber treiben lassen. Okay. Den wir die einfach zweimal anstupsen. Wow. Genau so hat sich der Entwickler das vorgestellt, dass der genau da drauf landet. Verdammt. Okay, nee, sorry, war alles nur Spaß. Man natürlich macht das so. So. Dann aktiviert er das als Eis. Und dann schießt er hier drauf. So, wunderschön. So, aber wie kriege ich jetzt die Murmel hier rüber? Im Prinzip her auch ganz einfach. Huch. Huch. Ach komm. Ja, hat noch getroffen. So. Und damit haben wir den Schlüssel. So, aber wie gesagt, uns fehlt ja trotzdem noch einer. Und den gehe ich natürlich jetzt noch suchen. Also, bis gleich. So, Schlüssel Nummer 2 haben wir auch gefunden. Ich zeige euch das mal auf der Karte, wo genau. Und zwar auf dem westlichen Durchgang. War ich irgendwie hier? Und hab das total ignoriert. So. Und damit sollten wir eigentlich alle Schlüssel haben, die wir so finden können. Und jetzt müssen wir uns nur noch diesem Rätsel hier stellen. Ach Gott, ach Gott. Oh Gottes Willen, was ist das denn jetzt alles? Was ist das denn? Okay. So, okay, zum einen müssen wir erstmal hier dies da runter machen. Ja. Dass wir. Upsala. Dass wir da. Was ist das denn schon wieder? Was ist denn, wenn wir jetzt. Ach, erzähl doch nicht. Das ist ja cool. Das ist natürlich sehr cool. Also ich habe die Vermutung, ich muss hier anfangen. So, dann geht es da rüber, dann müssen wir den hier aktivieren. Dann geht es da runter. Dann können wir das schon mal uns vereinfachen. Die Teile müssen wir dann mit Feuer wegmachen. Apropos Feuer, müssen wir dann auch hier die Fackeln lösen. Den müssen wir zum Beispiel vereisen. Was das ist, weiß ich zwar nicht, aber es wird schon seine Richtigkeit haben, dass es da ist. Hilfe! Hm. Okay. Dann machen wir das anders. Langsam, ich bin so ein richtiger Genießer, was das hier angeht.
Na. Ist doch eigentlich egal, was ich hier durchschieße, oder? Oh Gott, oh Gott. Och, bin ich bescheuert? Ich muss das doch eigenhändig vereisen. Gut. Nochmal. Erst den. Dann schießen wir das hier rüber. Aktivieren den. Zu langsam, oder was? Ja, zu langsam. Gut, entschuldige. Okay, ich probiere das mal. So, ich nehme den mit, ich nehme den mit. So. Das machen wir wieder rückgängig. Dann schießen wir hier rein. Schießen da drauf. Upsala. Hier aktivieren wir das Feuer. So, den vereisen wir. Komm, 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 komm. Hat ja nicht mal 5 Minuten gedauert. Bin gerade ein bisschen stolz auf uns. Oh nein. Oh. Ist das euer Ernst, ja? Seid ihr glücklich mit dem, was ihr jetzt hier macht, ja? Boah. Das war die falsche Mutter. Aber ganz egal. Wir nehmen sie alle mit. Uäh. So, wieder eine Motte getroffen, die gerade verbrannt ist. Dü, dü, dü. Nicht da reinschießen. Boah. Verdammt. Hilfe! Jetzt geht's los hier. Rocky wäre stolz auf mich, warum? Ach, nee, jetzt nochmal, hä? So, eine weitere Motte erledigt. Die Lasermotten sind schon heftig hier. Huch, schon wieder eine Motte getroffen. Alter, ist das eine Insektenvernichtung hier. Schön überwande. Boah, verdammt. Okay, mir bleibt nur schon was übrig. Ich muss was naschen, sonst bin ich gleich down. War ich die richtige? Nein, das war die falsche. Ist egal. Wir nehmen einfach jede Motte mit. Die lebt ja immer noch. Och, ja klar, jetzt kommen noch mal 3. Ah, verdammt. Nee, du jetzt nicht, ohne. Komm, wir haben es gleich. Da brauchen wir jetzt nicht schon wieder heilen. Ja, nice. Haben wir das Ding gerockt hier. So, Glutschlüssel haben wir. Na, mir fehlt aber immer noch eine Truhe. So, meine Freunde, ich habe wahrscheinlich die letzte und sehr gut versteckte Truhe gefunden. Ich bin diesen Dungeon jetzt 3 bis 4 Mal hoch und runter gerannt und habe jede Fackel einmal mit Feuer und einmal mit Eis beschossen. Und in diesem Raum ist mir dann aufgefallen,
dass es hier solche süßen Kerben gibt, die so fies platziert sind. Und auch nur mit dem Scanner wirklich nichts zu erfahren bekommt. Aber der Clou ist jetzt, wir gucken uns das hier nochmal an. So müsst ihr das stellen. Oder am besten gleich, wenn ihr beim Rätsel seid, feuert einmal mit Feuer, feuert einmal mit Feuer hier drauf, ja. Schön. Damit haben wir auch die geheime, versteckte 20. Truhe aus dem Dungeon. Und wir bekommen eine verbeulte Krone. Haben damit den Dungeon fast komplett abgeschlossen, denn uns fehlt ja nur noch der Endboss. So, dann gucken wir mal, was die verbeulte Krone... Oh, 5 und... Oh. Na, das lobe ich mir. Haben wir hier auch noch was? Nein, leider nicht. Hier? Nö. Nö, leider nicht. Dafür hat sich das echt gelohnt. So. Meine Freunde, da wisst ihr Bescheid, wo die Truhe ist. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo unser Gegner auf uns wartet. So schön wie die Musik ist, aber ich kann sie echt nicht mehr hören. So, sie ist einmal hier. Huch. Na. Schon wieder vergessen, wie man spielt. Kann ja nicht wahr sein. Huh. Alter. Boah. Was bist du? Oh, hat mich trotzdem getroffen. Okay, du willst spielen? Dann lass uns spielen. Ich weiß ganz genau, dass du dich durchdrehst. Oh, hat die mich getroffen. Hilfe! Mist! Huch! Ah, wir müssen kurz chillen. Denn unsere... Oh nein, 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 nein! Huch! Jetzt bin ich ins Feuer gesprungen. Okay. Nützt alles nicht. Wir müssen ein Sandwich naschen. Wir müssen mal aus dem Eismodus raus. Irgendwie überladen wir ganz schön schnell hier. Oh, verdammt. Huhu. Gefährlich, die Motte. Ah, es war sehr gut, dass sie Blasen verloren hat. Boah, Pisa-Attacke. So ein riesen Hyperstrahl hier auf uns zu feuern. Na toll. Ah, das ging schneller als gedacht, verdammt. Ja. Liebe Motte, schön lieb sein. Ach, ich kann nicht mal gar nicht wechseln, verdammt. Na, da müssen wir erstmal ausweichen. Wow. Jetzt können wir wieder angreifen.
Und sie ist gebrochen und sie fliegt jetzt ganz rüber, wa? Der war echt einfach. Also, ich muss sagen, die Motte war wirklich einfach. Da war dieser riesen Titan aus diesem Eis-Dungeon schlimmer. Weitaus schlimmer. Aber Emily, du siehst aber erschöpft aus. Riesenmotten. Mit Laser, riesigen Lasern. Warum tun sie mir das an? War alles in Ordnung, Lea? Ich hab bloß überreagiert. Aber danke. Aber hey, trotz dieser Horrorerfahrung bin ich Erster. Ich hab's einfach drauf. Ja. Oh, Mist. Ich bin Letzter. Das wundert mich jetzt aber. Du warst doch vorher so schnell. Ich hatte ziemliche Schwierigkeiten mit diesen Feuergolems. Oui, die waren knifflig. Ja. Und dann dieser Boss. Ich meine, wie schaffst du das, Emily? Naja, einfach so, irgendwie. Wie auch immer. Das hat Spaß gemacht. Jetzt ist die Zeit für die Belohnung, richtig? Oui. Alice, Alice. Die immerwährende Sonne scheint voller Kraft auf diese Lande. Ihre flammende Pracht bringt Leben und Tod zugleich. Auf diesem unerbitterlichen Pfad hast du Beharrlichkeit bewiesen. Mit eisigen Streichen und Hieben hast du die glühende Gründe überquert. Du, der Reisende, der Gesandte des Wandels, du hast dich als würdig erwiesen. Nimm diese Form und schreite gen Osten. Rote Flammenform erhalten. Super. Deine Entschlossenheit ist bewiesen und verdient ein Geschenk der Stärke. Lass mich deine innere Flamme stärken, um ihre Wärme beständig zu erhalten. Oh, damit sind unsere Ketten gesprengt. SP-Leiste erweitert. Was? Möge jeder deiner Schritte den Pfad deines Wachstums ebnen. Gratulation, Seeker. Du hast dein zweites Element erlangt und damit einen weiteren Meilenstein von Operation Fahrtläufer erreicht. Mit der roten Flammenform erhältst du nun Zugang zu Autumns Fall, nordöstlich von Rookie Harbor. Suche die alte Statue in Autumns Fall auf und stelle dich deiner nächsten Prüfung. Nimm dies als Anerkennung für deine Verdienste entgegen. Ein Resetter. Viel Glück und bleib wachsam. Aber ich will ja nichts resetten. Ich will ja alles haben. Okidoki, das wäre erledigt. Dieser Weltenraumvogel war besonders beeindruckend. Ich fand das brennende Schwert so genial. Macht Sinn. Sie hat das Symbol für Hitze und Feuer, richtig? Oh oui. Außerdem, schaut euch diesen Ort an. Er ist wunderschön. Viel besser als die finstere Höhle letztes Mal. Komm schon, ich will dort runterschauen. Die Schöpfung von Enel. Enel ist die Schöpferin der ewig brennenden Flamme. Sie erschuf die Sonne aus gleißendem Licht und füllte den Kern tief unter unseren Füßen mit einem geschmolzenden Stein. Ihre Schöpfung verbreitete Wärme, nehmen jedoch gleichzeitig das Leben. Am Anfang war die Dunkelheit so erschufen die Orbis. Entschuldigung. Am Anfang war die Dunkelheit so erschufen die Orbis und Enel die erste Sonne, um der Welt Licht zu spenden. In der Nacht jedoch, wenn die Sonne untergegangen war, herrschte wieder die Dunkelheit. Enel wollte mehr Sonne in ihrer Nähe platzieren, um so eine Welt konstant ins Licht zu erschaffen. Diese Welt jedoch war eintönig, ohne Morgenröte, ohne Abendlicht und die Kühle der Nacht.
Schließlich hatten beide Götter eine neue Idee. Sie erschufen Millionen und Abermillionen neuer Sonnen weit, weit weg in alle Richtungen verteilt. Dank der Bemühungen von Enel und Deorbis können wir heute die Nacht mit einem wunderschönen Sternenhimmel genießen. Die Sterne bergen aber weit mehr als nur Schönheit in sich. Deorbis hat sie insbesondere erschaffen, um unsere Interesse für andere Welten dort draußen zu wecken. Der Sternenhimmel. Ich finde, das ist so, so genial geschrieben. So wie wir die ganze Welt auffassen, wie jetzt hier das Universum mit den Sternen, diese Idee, dass da zwei Götter tausend von Abermillionen Sonnen erschaffen haben und sie irgendwo im dunklen Nichts im Universum verteilt haben und wir sie heute als Sterne betrachten, finde ich genial. Geil gemacht. Die größte Sonne. Nachdem Enel Millionen von Sonnen erschaffen hatte, sehnte sie sich nach einer Herausforderung. Sie wollte die größte und majestätischste Sonne erschaffen, die man sich nur vorstellen kann. So fing sie an, die Sonne mit ihren ewigen Flammen zu füllen und fügte immer mehr hinzu, als die Sonne immer weiter wuchs, bis schließlich die Sonne zu viel Feuer hatte und es nicht länger halten konnte. Was dann folgte, war eine spektakuläre und farbenfrohe Explosion. Noch heute sehen wir diese seltene farbenfrohe Explosion am Nachthimmel als Zeugnis von Enels Langeweile. Die Geburt von Enel. Alles begann, als Deorbis, der ätherische Gott der Schöpfung, in die Leere des Nichts hineingeboren wurde. Nach Äonen der Kontemplation, ja. In Einsamkeit brachte sein Wunsch nach Gesellschaft die Götter der Formen hervor. Enel ist einer der Götter. Sie ist die Göttin des Trigons und die Schöpferin der ewig brennenden Flamme. Wisst ihr Bescheid? Haben wir unsere Lektüre für heute gelernt? Also, habt ihr alle Truhen gefunden? Jupp. Alle gefunden? Jo, Mist. Eine habe ich verpasst. Ich glaube, ich weiß, welche. Tipp gefällig? Nur zu. Oberstes Stockwerk, verdächtige Punkte auf dem Boden. Ach so. Ach so. Okay, gut. Also fair ist das Spiel auch noch. Hey, ich glaube, ich habe da was gesehen. Du bildest dir nur was ein. Das sind keine Fische. Und was ist mit den Quallen? Die müssen doch irgendwo herkommen. Ax, bitte erinnere mich nicht an die Dinger. Ja, habe ich auch wenig Lust dazu. Also die Quallen waren echt ekelhaft. Gut, hier gibt es keine Karte, also wird es ja auch keine Truhe geben. Was für ein wundervoller Ausblick. Ist schon beeindruckend, wie man überlegt, wie riesig dieser Ort eigentlich ist. Hui, und all das für ein Spiel. Also dann, das hat echt Spaß gemacht, mit euch beiden zu spielen. Aber jetzt muss es leider gehen. Es wird Zeit, mich auszuloggen. Ich muss mich wieder mit dem Lernen widmen. Hui, ich leider auch. Was studierst du eigentlich, Tronny? Biologie? Stimmt, woher wusstest du das? Ach, ich hab nur geraten. Wo wir gerade beim Thema sind, ich hab mich da schon die ganze Zeit etwas gefragt. Lea, was machst du eigentlich? Wir spielen jetzt schon eine ganze Weile zusammen und ich weiß immer noch nichts über dich. Ich weiß, du bist sehr still und so, aber ich würde wirklich gern mehr über dich erfahren. Emily, du weißt doch von dem Problem mit ihren Sprachsynchronisationen, oder? Was? Lea, kann ich sprechen? Was? Seit wann? Schon die ganze Zeit, glaube ich. Das ist ein Scherz, oder? Ich meine, du hörst doch, wie sie manchmal etwas sagt, oder? Sie kann nur ein paar Worte sagen, mehr nicht. Ernsthaft? Lea? Du kannst nicht sprechen? Tronny, woher weißt du das eigentlich? Irlin hat's mir gesagt. Moment, die anderen Gildenmitglieder wissen das auch? Ja. Warum zur Hölle hat mir das niemand gesagt? Ich hab ernsthaft gedacht, du wüsstest es. Ha! Ich glaub's nicht. Emily, ärger dich nicht. Es ist ja nicht so, dass Lea es dir hätte sagen können. Die ganze Zeit.
dachte ich bloß, du wärst von der stillen Sorte, dass du einfach nicht gerne so viel redest. Mal ganz ehrlich, alle anderen wussten es. Mann, ich komme mir so bescheuert vor. Ich bin mir sicher, dass das nur ein dummer Zufall ist. Das sollte es besser. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass Lukas es mir hätte sagen können. So, wie ich den kenne. Oui, mit dem werde ich mich bald unterhalten. So ein Mist aber auch. Ich wollte dich besser kennenlernen und jetzt stellt sich heraus, du kannst gar nicht sprechen. Egal, ich werde einfach eine große Liste mit Ja- und Nein-Fragen für dich vorbereiten und dann werden wir uns das nächste Mal richtig unterhalten. Das war bloß ein Scherz. Wie auch immer, ich muss jetzt wirklich weg. Au revoir, alle miteinander. Ja, ich auch. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bye. Also, Emily hat es jetzt herausbekommen, hm? Kaum zu glauben, dass Emily nichts davon mitbekam, als die Gildenmitglieder dahinter kamen. Manchmal braucht's nur die richtigen Umstände, damit so etwas passieren kann. Bye. Bye? Du willst dich ausloggen? Ja. Das war wohl ein ziemlich langer Tag für dich, nehme ich an. Bis bald, Lea. Sagen wir mal. 4 lange Tage. Also, was ich immer gesucht habe. Wusstest du eigentlich? Würmer haben 5 Herzen. Ja, genau so. Oh, du versuchst es schon wieder. Hey, ich habe dir gesagt, das ist nicht für jedermann. Lass gut sein. Ich will nicht, dass du dir deine Finger brichst. Bestimmt Zeichensprache. Können uns selber im Flashback bewegen? Okay, das schien falsch gewesen zu sein. Oder sind das jetzt so kleine Erinnerungslücken, die ich gerade selber schließe? Eine Höhle. Jetzt der Ausgang aus dem Koma? Ich dachte da noch nicht hin. Da ist ein Pfeil. Aber auch da geht Lea wieder zurück. So, sag mir doch, Lea, wo willst du hin? Okay, es wird extrem strange. Was machen wir vor dem Haus bei Satoshi? Der hieß Satoshi, oder? Dieser Ort dürfte passend sein. Er wird in absehbarer Zeit nicht in den offiziellen Spielplatz integriert werden. Richtig, hier ist genug Platz, um einige Experimente durchzuführen. Nein, Sergei ist nicht hier.
Er hat kalte Füße bekommen. Kann ich ihm nicht mal übel nehmen. Und doch sind wir so weit gekommen. Da können wir jetzt nicht einfach aufhören, oder? Ich denke, da ist eine Verbindung. Da besteht eine Verbindung zu dem Mädel vom Anfang. Guten Morgen, Lea. Hi. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Es gibt da etwas, was ich dir sagen muss. Es gab einige Komplikationen. Dadurch warst du nun 3 Tage offline. Es tut mir leid, ich konnte nicht viel dagegen unternehmen. Oh, keine Sorge, Lea ist noch Es ist noch alles in Ordnung mit dir, trotz der gegebenen Umstände. Es gab bloß einige technische Probleme. Oh, ich habe aber auch gute Neuigkeiten für dich. Ich habe die Zeit genutzt, dir ein neues Wort einzuprogrammieren, Lea. Augenblick und voilà. Du hast das neue Wort warten gelernt. Warte. Um ehrlich zu sein, wird es immer schwieriger, weitere Wörter für dich einzubauen, Lea. Ich habe die Befürchtung, dass sich etwas beschäftigt. Ich habe die Befürchtung, dass ich etwas beschäftige, wenn ich so weitermache. Dass ich etwas beschädige? Mein Gott. Ich meine in deiner Avatar-Verbindungssoftware. Außerdem mache ich zur Sicherheit immer Backups, also kein Grund zur Sorge. Jedenfalls dachte ich, Warte wäre nützlich, um den anderen zu sagen, dass sie, warten sollen. Wenn du ihnen beispielsweise etwas sagen möchtest. Zum Beispiel, wenn du dich an irgendetwas erinnerst, kannst du es mir mitteilen, indem du Warte sagst, verstehst du? Oh, schlau. Ja, genau. Warte. Warte. Ah, du meinst, du erinnerst dich an etwas. Großartig. Mal sehen. Ist es eine Person? Ich verstehe. Vielleicht ein Ort. Okay. War es ein Ort, den du noch nie im Spiel erreicht hast? Ja. Interessant. Also, wie können wir das Ganze weiter einschränken? Oh, ich nehme an, das ist Emily und Citron. Lea, du bist zurück? Hi. Endlich. Wo warst du die letzten Tage bloß? Ach ja, egal, wir haben große Neuigkeiten für dich. Ich bin mit Ronny im Rookie-Harbor-Zentrum. Du weißt schon, beim Springbrunnen. Du solltest herkommen, hier ist so viel passiert. Okay. Trespin, bis gleich. Sieht so aus, als hätte man dich vermisst. Gut, lass uns ein anderes Mal darüber reden, okay? Das hat noch Zeit. Geh erstmal los und triff dich mit den anderen. Okay, meine Freunde. Wieder mal eine kleine Folge in Überlänge. Es tut mir leid, aber was will man machen? Man will ja sowas nicht einfach cutten. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Geduld mit mir, was diesen Dungeon anging. Die Rätsel waren echt nicht ohne. Oh, da würde ich sagen, in der nächsten Folge treffen wir uns dann erstmal mit Emily und Citron. Und werde dann mal schauen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar weiße Truhen. War ja ein weißer Schlüssel, den wir gefunden haben. Dann, ich bin schon gespannt, wo uns die Reise noch hinbringen wird. Was? In welcher Verbindung wir mit dem Mädchen vom Anfang stehen. Wer weiß. Also dann, meine Freunde, ich wünsche euch was. Gehabt euch wohl. Bye, bye.